Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Worms Total War mit der Mundus Magnus Mod und den Scipion. Ich bin der Scipion und ja, im letzten Part haben wir die Julia vernichtet und unsere Armee für den Ägyptenfeldzug ausgebildet und auf den Weg geschickt. Geil. Er ist ein Seekranker. Seekranker Admiral Decimus. Sehr gut. Naja, soll mich nicht stören. Was ich jetzt noch machen wollte, ich wollte eine Flotte jetzt noch hier für den Raum ausbilden. Oder aus dem Boden stampfen, sage ich mal. Um halt, ja, gegen die Karthager ins Feld zu ziehen. Dafür brauche ich halt noch eine Flotte. Ich muss ja hier nach Aleria rüber und so weiter. Dann gucken wir jetzt mal. Die Flotte wird etwas brauchen. Ja, ich werde sie erst nächste Runde ausbilden. Ich werde sie hier unten in einer der Städte ausbilden. Wird halt ein bisschen dauern deshalb. Und weil wir haben ja auch ein bisschen Zeit, bis der Feldzug losgeht. Und dann werde ich halt Aleria und so weiter und Sizilien erobern. So, nicht Tarentum. Ich nehme Croton. Weil Croton jetzt schon gewachsen ist. So. Ja, die Tempel haben wir. Die Armee hier ist auch soweit. Fast fertig. Könnte eigentlich noch eine Kavallerieeinheit vertragen. Oh ja, da kam jetzt einiges durch den Kollegen, den wir da rekrutiert. Oh, wo kommen die alle her? Sind bereit. Angriff. Was? Sparta gehört den Makedonen? Sieg. Okay. Dann gehört Sparta den Makedonen. Ich habe nichts gesehen. Finde ich gut. Haben die Makedonen mal gut gemacht. Okay. Oh, das wird wahrscheinlich... Ah, vielleicht schicke ich mal bei Gelegenheit dann einen Spion Richtung Griechenland. Da bin die... Oho. Oho. Ja, doch, ich schicke da mal einen Spion rüber. Cornelius Corvius. Kann man dich kaufen? Du hast eigentlich nur Bauern dabei. Wo ist denn mein Diplomat? Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Nee, haben nicht genug Gold. Egal, wir kriegen wahrscheinlich noch genug Gold. General. Ich hoffe mal, er hat jetzt keinen Skill gekriegt, dass er jetzt nicht mehr so leicht bestechbar ist. Wo ist denn unser Spion? Da oben. Ha, gucken wir mal. Oder ansonsten rekrutiere ich hier eben einen. Kann ich denn hier eine rekrutieren? Hier, sehr gut. Ich habe in Capua die Farmgemeinschaft gebaut. Das wollte ich doch gar nicht. Egal. Genau, dich bauen wir jetzt aus. Hier wird eine Flotte ausgebildet. Genau. Ja, das meinte ich damit. Jetzt haben wir nämlich schon aufgrund des Neptuns... Tempel des Neptun kriegen wir hier nämlich den Neptunpriester und dadurch kriegt er zwei Kommando auf See. Das ist halt mega gut. Sind bereit. Auf nach Ägypten. Ins schöne Nildelta. Ja, er ist hingerichtet worden. Sehr gut. Hm, landen wir schon hier oder direkt im Nildelta? Ich lasse auf jeden Fall hier einen Spion raus. Das gehört noch Rebellen, okay. Ja, okay, eine Runde kannst du das schon mal anfangen. Na, jetzt habe ich den Spion hier oben. Wo habe ich einen rekrutiert? Hier. Ich will sehen, was der für Merkmale hat. Hallo, ich stehe doch neben ihm. Das geht nicht, Herr. Na, ich besteche ihn erstmal nicht. Ich warte noch eine Runde. Ah, da oben kommen schon darkische Truppen. Und Patavitum ist schon eine Stadt? Sehe ich das richtig oder ist das eine Kleinstadt? Da müssen wir uns bald gegen die Jägerbande auseinandersetzen. Hm. Das dürfte auch interessant werden.
Wo ist mein Türmchenbauer hier? Kannst du mir da einen Turm bauen? Nee, kannst du nicht. Schade. Dann bauen wir mal da bitte einen Turm. Woher kommen jetzt die ganzen Rebellenarmeen? Dich kann ich aber bestechen, oder? Kostet 3000. Was bist du denn? Nein, nein, Bauern. Moment mal. Ich rekrutiere ich mal kurz fort. Da gibt es hier noch 2 Einheiten Astarti. Hm. Eigentlich sollte das, wenn ich das so mache. Ja, war mir klar. Ja, eigentlich sollte die Armee damit fertig werden. Machen wir das gleich mal kurz. Capua und Croton. Oh ja, Croton. Jetzt könnten wir hier auch Bogenschützen rekrutieren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich überlege gerade, was ich hier unten als erstes baue. Ich könnte natürlich auch, weil wir hier unsere Schiffe rekrutieren. Nee, nee, hier unten Schiffe. Schiffe hier unten als erstes. So. Wäre das geklärt? Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, Diplomaten. Ha, eigentlich muss ich hier erobern und dann rüber. Na, da unten hat er jetzt auch schon eine Stadt. Hm. Egal, ich wollte zuerst ins Nierdelta. Ja, ist nämlich schon hier eine Großstadt. 31.000 jetzt schon, Leute. Das ist eine Großstadt. Ich muss nach Memphis sofort. Ich will nicht, dass die Stadt für immer ägyptisch bleibt. Darauf habe ich nämlich überhaupt keinen Bock. Ach, jetzt habe ich, ja da den Rebellenhauptmann vergessen. Und der Spion ist drin. Okay, da muss ich dann noch ein paar Gegenspione rekrutieren. Das ist noch eine Großstadt. Das ist noch eine Großstadt. Zu Diensten unterwegs. Was bist du? Okay, du hast 19.000 Einwohner. Okay, das muss ich jetzt mal eben ausprobieren. Aber erst mache ich hier den Baubericht kurz. Ah, endlich wachsen die Städte, sehr gut. So, und du vermöbelst mir ihn hier gleich. Das sollte mit der Kavallerie eigentlich ein leichtes Spiel werden. Hm, Rhetium und Aluminium habe ich beide. Okay, dann kann ich gleich auch die besseren Schiffe. Sehr gut. Tempel des Neptun. Ja, machen wir das so. Gut, dann wird jetzt hier ausprobiert, weil eigentlich sollte ich die Stadt schon belagern können. Vielleicht kann ich sie auch einnehmen. Okay, erster Spion ist drin. Zweiter Spion schafft es nicht, aber er schafft es da rein. Puh, geht das? Das sollte machbar sein. Okay, es ist machbar, sehr gut. Sehr gut, dann gehört uns nächste Runde Memphis. So. Was haben die Ägypter denn hier schon alles erobert? Mal eben gucken. Ich will das hier wissen, damit ich weiß, was ich einnehmen muss. Weil, wie gesagt, ich will ja so möglich das Römische Reich. Ich weiß ja nicht, ob ich dann Ammonium auch noch einnehmen sollte. Oder eher weniger. Oder ob ich halt hier an der Küste bleibe. Aber ich glaube, das gehörte mit zum Römischen Reich. Muss ich vielleicht nochmal auf die Karte gucken. So, aber dich darf ich nicht vergessen. So, und dann der nächste Turm dahin und dann hier unten vielleicht noch einer. Ja, dann gibt es jetzt noch eine Schlacht gegen die Rebellen. Wobei, ja, das geht auch automatisch. Gut. Wäre das geritzt. So, nächste Runde. Ich denke mal, die Ägypter werden uns jetzt angreifen. Genau. Wie viele Streitwagen haben wir hier? Eine Einheit und ein General. Es war zu erwarten,
Gut, dass ich die Bogenschützen mitgenommen habe. Aber ohne Bogenschützen wäre das jetzt ein Problem. Das wird auch noch ein Problem werden. Wir brauchen da Triaria und so weiter. Deshalb ist es eigentlich gut, wenn wir jetzt Memphis bekommen. Weil Memphis halt eine Großstadt ist, da können wir Triaria rekrutieren. Sie zuerst am Zug. Unsere Krieger zählen viel mehr als ihre. Wenn wir also nicht wie alte Weiber oder Trottel kämpfen, dann ist der Sieg sicher. Wir könnten im nahegelegenen Wald ein paar Männer verstecken. Mit Glück können wir unsere Feinde so überraschen. Diese Narren haben noch nie gegen mich gekämpft. Ich werde ihnen eine böse Überraschung bereiten. Spannt die Bögen, nehmt euch Waffen und Rüstungen. Nun schlägt die Stunde, da der Mut der Römer unter Beweis gestellt wird. Ach ja, ich liebe die Generalsreden. Wie schon gesagt, wenn wir die Triaria halt bekommen, dann ist halt vorbei. Also dann können wir auch die schöne römische Schlachtordnung ausprobieren. Ich stelle mich jetzt hier hin, weil er wird ja von hier kommen mit seiner Verstärkung. Und ich möchte ihn halt direkt abknallen, wenn er kommt. Und danach wende ich mich dann der Hauptarmee zu. Hier war ein nahegelegener Wald da. Ja, müssen wir gucken, hinterher, um halt die Dings abzuknallen. Gerufen und versucht so jämmerlich seine Haut zu retten. Die Kollegen, Streitwagen. Weil die Streitwagen, also wenn ihr gegen Streitwagen spielt, müsst ihr halt gucken, dass ihr euch gutes Terrain sucht. Also entweder im Wald oder es gibt noch eine Art von Terrain. Die zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. So, jetzt aber mal hier bitte auf den General schießen. Danke. Das Gute ist, er bleibt halt so stehen. Das ist ein gutes Ziel. Der feindliche General läuft. Wie, er flieht schon. Nein, ich will ihn noch töten. So bitte tötet ihn noch, jetzt in den Rücken. Ist dies inmitten einer Schlacht. Die Armee des Feindes flieht. Nein, ich kriege ihn nicht mehr. Schade. Sie vom Schlachtfeld. Okay, dann jetzt, er hat Streitwagen. Gucken wir mal, wie wir uns aufstellen. Ich denke doch, da die römische Schlachtordnung ist da schon gut. Dann verfahren die Streitwagen nämlich da so durch. Das ist nämlich ganz gut. Das habe ich damals bei meinem Let's Play schon festgestellt. Ich mache das jetzt nicht ganz so schön, weil wir halt keine Zeit haben, weil die Armee da schon anmarschiert kommt. Oh, da sehen wir da hinten den Nee, das kann doch nicht der von Pharos sein, oder? Was ist denn das da hinten für ein Gebäude? Wir sind in Memphis. Ich würde mir doch nicht sagen, dass wir so weit gucken können, dass wir da hinten den Leuchtturm von Pharos sehen. Und da hinten die Pyramiden, okay? Gut. Ja, meinetwegen.
Hier, Jungs, beeilt euch mal, bitte. Sonst stehen die Bogenschützen ungeschützt da. Oh, er kommt bis hierhin mit seinen Streitwagen. Das sind keine Fernkämpf-Streitwagen, sehr gut. Aber die werden jetzt so abgeschossen, weil er sich nicht bewegt. Nilspeerträger. Okay. Na, er kriegt ordentlich was ab. Sehr schön. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. So, dann gucken wir mal, was er jetzt noch macht. Wüstenkaff, ja, die können wir mal verfolgen. Weil er läuft nämlich jetzt hier so schön durch und dann kann ich ihn, ja, jetzt kann ich ihn schön da von der Flanke. Wie, er sammelt sich wieder. Was macht ihr hier für Eigenbeschuss vermutlich? So, dann verfolgt ihr mal hier bitte. Ne, ne, fortsetzen. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Umso mehr wir kriegen, desto besser. Weil die Ägypter stampfen nämlich Armeen raus wie sonst was. Weil sie können es ja auch, sie haben ja viele Städte. So, unsere erste erfolgreiche Schlacht gegen die Ägypter. Und wir haben kaum Verluste gemacht. Okay, so sollte das. Ja gut, die haben eine Fullstack-Armee mit guten Waffen-Upgrades, ne? Ah, oh, schade, dass wir den General nicht bekommen haben. Sonst hätten wir jetzt schon die Stadt gehabt. Okay, nächste Runde haben wir so. Also von daher, egal. Und dann muss ich halt schnellstmöglich eine zweite Armee rekrutieren. Okay, der dürfte gestorben sein. Oh, du wirst auch schon alt, okay. Du gehst nach Rom, weil in Rom die Akademie steht. Ja, Rom. Katapultplatz, sehr geil, auf jeden Fall. Oder erst das Krypto. Ey, ich muss gucken. Erstmal den Tempel auf jeden Fall. Nein, jetzt kann ich die Stadt nicht erobern. Weil er hier so eine Kacke-Armee. Ach Mann. Das ist doch. Ja, geil. Mal eben gucken, was er hier hat. Okay, die Provinz hat er noch nicht. Die Provinz hat er auch noch nicht. Gut. Wäre das geklärt. Ja, hier rekrutiert er jetzt Streitwagen, das war so klar. Was hat er denn da drin? Ja. Müll hat er da drin. Ja, machen wir jetzt noch eine Stadtbelagerung? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, sollte hinhauen. Gegen was müssen wir denn alles kämpfen? Ja, gegen Nubtruppen, okay. Gut. Ja, das wird eine lustige Schlacht. Das Gute ist, die Streitwagen sind in Städten nicht so gut. Ist auch noch eine Schwäche derer. Aber am besten sind sie, also, wenn ihr gegen die im Wald kämpft. Oder halt auf dem anderen Gelände. Das ist, erkennt ihr daran? Das ist meist so, in der Wüste gibt es das häufig. Beziehungsweise in den etwas gebirgigen Teilen. Das sind dann so Steine. Das ist dann quasi so eine Art Steinwald. Ich zeige euch das, wenn das kommt. Allein!
Kein Freund hat sich hergewagt, um für sie zu sterben. Sagt das nicht etwas über ihre Ehre und ihr Ansehen bei anderen Nationen aus? Sie glauben, ihre Mauern könnten uns aufhalten. Da haben sie sich geschnitten. Wir haben einen leichten zahlenmäßigen Vorteil, aber wir dürfen keine Leben wegwerfen. Eine solche Verschwendung können wir nicht zulassen. Der Feind wird sicher versuchen, uns aus der Ferne abzuschlachten. Wir müssen vorstürmen und dieses feige Vorhaben vereiteln. Ich habe noch nie einen Kampf gegen diese Männer verloren. Ich habe nicht vor, heute damit anzufangen. Gemeinsam werden wir den Sieg davon tragen. Konzentriert euch auf die bevorstehende Aufgabe. Schlagt zu! Ohne Gnade! Ja, dann wollen wir doch mal. Okay, ich hätte gerne Onager gehabt. Einfach nur, um die Türme kaputt zu machen. Der Feind hat mehr Männer zu sich gerufen. Okay, da oben kommt... Ah, da oben kommt das, die Armee. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die abzufangen. Ich würde es gerne probieren. Die guten römischen Ingenieure arbeiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Mauern einstürzen. Weil ich möchte die Armee nicht in der Stadt haben. Ja doch, ich kann sie abfangen, sehr gut. Sehr gut, ich kann sie abfangen. Ihr seid jetzt natürlich außer Atem, ne? Ja, aber erschöpft seid ihr nicht, sehr gut. Ja doch, sehr gut, ich kann sie abfangen. Oder auch nicht. Ja doch, er kommt zurück. Ja, das ist gut. Die Römer ihr Geschick. Unsere Grabungen haben die Mauern durchbrochen. Ja, sehr schön. So, ihr hier werdet abgeschossen, sehr gut. Na komm, den General tötet ihr mir auch noch. Bitte schießt ihn weg. Jawohl. Der feindliche General wurde ein General weniger. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. So, die Bogenschützen sollen hier mal bitte alles wegschießen, was sie so können. Oh, das ist so... Oh, das vermisse ich ja in Rom 2. Die Einheiten drehen sich von alleine um. Sie drehen sich von alleine um. Sie können einfach nicht nur in diesem Radius hier schießen. Sie können... Sie denken mit... Oh ja, der Feind läuft hinter uns, wir drehen uns um und schießen. Das hätten sie bei Rom 2 auch machen können oder bei Shogun auch. Ich meine, ein bisschen mitdenken können doch die Einheiten, oder nicht? So, schießen wir mit das hier alles weg. Muss gucken, dass ich nicht in die Reichweite des Turms komme. War gut, dass ich keine Schlachtenzeit mehr drin habe. Okay, sowas gibt es hier auch nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Eine Schlacht dauert einfach so lange, bis eine Seite nicht mehr kämpfen kann. Und nicht bis irgendwie 20 Minuten rum sind. Ja, die nubischen Speerträger werden hier ziemlich zusammengeschossen.
Die Bogenschützen aber machen hier mal wieder eine gute Leistung. Auf jeden Fall, die haben sich gelohnt. Hinter die Auxiliar sind dann besser natürlich, für die höhere Reichweite haben. Aber ich hoffe mal, ich lasse die Gallier auch so ein bisschen, weil ich den Tempel von denen haben möchte, der auch der verbesserte Fernkampfwaffen gibt. Und kriegen die nämlich Gold-Upgrades hier. Das ist ja nämlich mega geil. Dann sind meine Bogenschützen erst recht besser als jegliche anderen Bogenschützen. So, die hier werden ganz schön zusammengeschossen. Das ist gut. Aber Moment mal, Moment mal, Moment mal. Er hat ja noch einen General. Er hat noch einen General. Mit Streitwagen. Dagegen muss ich jetzt schließlich auch noch was tun. So. Dann gehen wir jetzt mal in die Stadt. Dann lasse ich jetzt hier den Rest da mal rumstehen. Und ihr rennt jetzt in die Stadt. Ich muss ja den General noch abschießen. Ah, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Was muss ich einnehmen? Hier den Turm auf jeden Fall. So, du nimmst mir hier das Tor ein. Mit diesem Turm hier. Und du holst mir den Turm bitte. Mit dem Turm da oben. Dann kann der nämlich da auf die Einheiten schießen, der jetzt gerade so vorbeikommt. Rennt ihr schon? Ja, ihr rennt schon. Sehr gut. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen hoch unserer da. Feinde mit so, Furcht jetzt gehört erfüllt, der Turm mir. Sodass sie fliehen. Jetzt renn doch da hoch. Hallo. Warum wollen die da nicht hoch? Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Okay, die werden da einfach so niedergeschossen. Ihr seht das, die wollen nicht hoch. Und euch muss ich jetzt mal anders hinstellen, sonst werdet ihr hier gleich noch gecatcht. Na endlich. So. Jetzt fehlt nur noch der eine Turm da. Jetzt müssen wir mal hier gucken, kurz. Sag mal so, wenn ich hier hinten reingehe, sollte das eigentlich vorbei sein. Echt, die halten das aus? Bin doch hier schon voll in den Rücken rein. Gut, du hast den Turm hier eingenommen, das ist schön. Gut, dann machen wir eben hier draußen weit. Warum verliere ich da jetzt so viel? Leute! Die stehen hier im Rücken. Der will mich verarschen. Das sind nubische Schwerträger, ich bitte euch. Ja, jetzt wo die Kavallerie in den Rücken chargt. Alles klar. Sonst noch wohl Wünsche? Lob sei den Göttern. Ah, okay, das war der General. Ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Schön, wie da auch die Leitern rumliegen. Ja, ich weiß, man sollte nicht frontal in eine Phalanx reinchargen, aber das ist ja jetzt auch nur, damit ich hier die Einheiten gecatcht kriege und mit der Kavallerie in den Rücken kann. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt. Das wäre erledigt. Jetzt mal eben gucken. Erstmal warten, bis alles hier aufgerieben ist.
die könnt ihr euch mal holen. Dann komme ich, glaube ich, von der Seite am besten auf den Palast. Ja. Oder von hier. Ne, ich glaube von hier. Hier habe ich mehr Platz. Was hat er hier? Ist das der Markt? Er ist der Markt, okay. Stellt euch bitte hier auf. Danke. Hat er hier einen Schützenplatz? Hätte ich ja so gucken können. Jetzt kann ich ja hier gucken. Ich habe gerade nichts zu tun. Ich muss ja irgendwo drauf achten. Also er hat auf jeden Fall einen Markt. Der hat Stadtmauern. Er hat die Ratskammer direkt ausgebaut. Aber hier fehlt es anscheinend an Militärgebäuden. Ne, das ist die Armeekaserne. Das ist gut. Armeekaserne ist gut. Ich glaube, dann können wir Triaria rekrutieren. Moment, Moment, Moment. Was macht der da? Okay, catch mir den General. Catch mir ihn. Sehr gut, ihr habt den gecatcht. Jetzt die Kavallerie rein. Dann blobben wir den jetzt. Ja, da stirbt der General weg wie sonst was. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der... Sehr schön. Lobet die Götter. So. Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Ja gut, die Einheit ist jetzt geflohen, aber okay. So, das war's. Ja, Schlacht beenden. Ja, doch ein bisschen verlustreich jetzt am Ende. Aber wir haben Memphis, Leute. Wir haben Memphis. Ja, geil. Ausradieren. Weg damit. Da Memphis so ein... Eigentlich würde ich ja hier gerne hier den Vulkanus bauen, den Tempel. Aber der des Saturn bringt einfach hier mehr. Oh, Katapultplatz. Ja, die Stelle, auf jeden Fall. So, damit ihr ein bisschen Erfahrung bekommt. Oh ja, Katapultplätze. Sehr geil, sehr geil. Oh, und Triaria. Triaria. Sehr gut. Rekrutieren wir dann auch gleich mal. Sollen wir mal eben gucken. Wie steht's um Theben? Theben ist auch schon eine Großstadt. Okay, da müssen wir jetzt nach Theben runter. Hier wird in einer Triaria rekrutiert. Sehr gut. Und dann gehen wir gleich mit der Armee weiter. Ich könnte eigentlich auch jetzt schon mit der Armee weiter, ne? Ich würde die gerne einmal kurz ausruhen lassen. Gerade weil manche Einheiten so angeschlagen sind. Ja, da müssen wir uns Dings holen ganz schnell. Okay. Weiter runter wollte ich dann auch nicht. Das heißt, wir werden hier noch die Städte holen. Ja, mal schauen. Gut, das hat ja wunderbar funktioniert. Was bist du? Nee, Kollege, nee. Nee. Nicht nochmal. Ja, hier die Armee ist auch so weit dann. Nee, gar nicht. Wir haben keine Stelle hier drin. Capua, hast du Stelle? Ja, hast du. Ja, dann gehst du mal kurz nach Capua. Die Bauern bilde ich nicht fort. Wobei hinterher kann man halt, wenn man so einen Bauernfullstack in der Stadt hat, kann man ganz gut Rebellen damit klatschen. Vor allem, weil die halt immer gute Erfahrungen bekommen. Hm, was brauche ich denn hier nach? Ja, ich glaube das Skriptorium.
Ne, wobei ich will ja Onaga haben, wenn ich gegen Karthago ziehe. Ja, und Triari eigentlich auch. Ja gut, dann erst das Skriptorium und dann die beiden Gebäude. Weil die Generäle werden dann hier noch eine Weile verbleiben und dann kriegen die halt gute Trades. Das heißt Trades, Gefolge halt. So. Okay, aber ich mache jetzt hier erstmal wieder Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Also dann Leute, haut rein, ciao!